Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Fliegerei! Ach, Unsinn! So eine charmante Drecksau halt. Muss doch nicht! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Thousand years later. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Wink! Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte recht. Von vor kommt der Beschuss. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Entfluchen Sie ihn! Mein Führer, das kann und darf nicht sein. Two thousand years later. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Wart! Verrat! Holen Sie mir Fegelein! Wie lässt du deiner Gärtner jetzt? Rom. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Heil. Ha, ha, ha! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen.
peilen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Anders kann man das nicht machen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Hi. Der Treu. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ach, Unsinn! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Dann suchen Sie ihn! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Rom.
Peil. Anders kann man das nicht machen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Wink! Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Er soll kämpfen, wo er steht. Suchen Sie ihn! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken?
Dann suchen Sie ihn! Wir müssen jetzt handeln! Anders kann man das nicht machen. Suchen Sie ihn! Wink! Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Suchen Sie ihn! Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen.
Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ich rieb ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to high-low.